Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 63, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und DIE LINKE betreffend Streiks bei Ryanair, Drucksache 19/6783, und dazu den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Tarifautonomie und Tarifauseinandersetzung bei Ryanair, 19/6788. Vereinbare Redezeit ist 5 Minuten pro Fraktion. Es beginnt Herr Kollege Decker von der SPD. Sehr verehrte Damen und Herren, die Beschäftigten von Ryanair brauchen unsere Solidarität und unsere Unterstützung, und dieses Haus sollte ihnen diese Unterstützung auch geben. Und aus diesem Grund haben wir Ihnen diesen Entschließungsantrag vorgelegt. Wir sind uns wie immer einig in diesem Hause, dass wir damit keinesfalls in die Tarifauseinandersetzung eingreifen wollen, weil das natürlich die Sache der Tarifpartner ist. Aber wir sollten eines tun. Wir sollten heute hier das klare politische Signal senden, dass für Menschen, die in Deutschland arbeiten, deutsches Arbeitsrecht und Sozialrecht gelten muss, meine Damen und Herren. Und wir sollten die klare politische Botschaft setzen, der Hessische Landtag will keinen Dumpingwettbewerb, auch nicht am Frankfurter Flughafen, und er will nicht, dass solcher Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird, meine Damen und Herren. Und angesichts der offenbar arbeitsrechtlichen Zustände, die bei Ryanair herrschen, können wir auch nur allzu gut verstehen, dass die Beschäftigten und die Gewerkschaften aufstehen und für Besserung kämpfen, meine Damen und Herren. Und allein Ihr Mut verdient schon unsere Unterstützung. Und unser besonderer Gruß gilt da ja auch den streikenden Kolleginnen und Kollegen. Und ich meine, auf der Tribüne säßen welche da oben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, seien Sie uns herzlich willkommen. Und ich will Ihnen und auch allen, die dort beschäftigt sind, zurufen, bei dem, was ihr täglich an Arbeit leistet, habt ihr eindeutig bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen verdient, Kolleginnen und Kollegen. Und unser Fraktionsvorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel, der bereits gestern die Streikenden besucht hat und im Moment auch gerade wieder in einem Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche bei einer anderen Airline ist, hat unsere Unterstützung vor Ort bereits zugesagt. Und ich will das gerne hier noch einmal wiederholen. Die heutige Debatte ist aus unserer Sicht auch deshalb wichtig, weil wir dem irischen Unternehmen Ich fange noch einmal an. Die heutige Debatte ist auch deshalb wichtig, meine Damen und Herren, weil wir dem irischen Unternehmen einmal deutlich sagen sollten, so könnt ihr mit Beschäftigten nicht umgehen. Und hier herrscht nationales Arbeits- und Sozialrecht, und das haben Sie auch gefälligst anzuwenden und nichts anderes, meine Damen und Herren. Und noch eines sollten wir dem Management von Ryanair mit auf den Weg geben. Wir dulden keine Versuche, Streikende einzuschüchtern oder ihnen gar zu drohen mit Entlassung oder Arbeitsplatzverlagerung. Und da muss man den Damen und Herren des Management noch das Grundgesetz, das Verfassungsrecht vor Augen führen. Danach ist das nämlich schlicht unzulässig, und ich füge hinzu, es ist obendran auch noch unanständig. Nein, meine Damen und Herren, auch Ryanair muss sich daran gewöhnen, dass die bei uns geltenden Gesetze einzuhalten sind. Das gilt im Übrigen auch für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder für die ordnungsgemäße Abführung von Sozialbeiträgen. Und wir sind unserem Fraktionsvorsitzenden Schäfer-Gümbel übrigens auch dankbar, dass er gestern den Bundesarbeitsminister gebeten hat, die Abführung von Rentenversicherungsbeiträgen einmal genauer zu prüfen und unter die Lupe zu nehmen. Wir sind gespannt. Und eines ist auch klar, wenn Ryanair weiterhin unzulässigen Druck auf die Beschäftigten ausübt und nicht zu faireren Arbeitsbedingungen bereit ist, dann müssen Sie mit unserem ganz entschiedenen politischen Widerstand rechnen, meine Damen und Herren. Und wir wollen im Übrigen auch, dass die Behörden einmal genauer hinschauen, alle die Behörden, die zuständig sind, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und im Übrigen werden gewiss auch die anderen Unternehmen der Branche wahrscheinlich ganz froh sein über diesen Arbeitskampf, weil wenn es darum geht, faire Löhne und gute soziale Standards zu erringen, dann bedeutet das am Ende, wenn das für alle gilt, auch einen fairen Wettbewerb auf gleicher Augenhöhe. Und das kann nur gut sein, meine Damen und Herren. Ein Grund mehr, den Streikenden den Daumen zu drücken. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Meine
Unsere Botschaft ist klar. Wir wollen, dass für alle Beschäftigten deutsches Sozial- und Arbeitsrecht und deutsches Tarifrecht angewandt wird und kein irisches, meine Damen und Herren. Und wir wollen, dass es fair zugeht am Frankfurter Flughafen, auch bei Ryanair. Und denken Sie immer daran, Geiz ist für manche geil, und für viele bedeutet es aber schlechte Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen, meine Damen und Herren. Ich darf noch zum Schluss einen Satz sagen zu dem Antrag der CDU und der GRÜNEN. Der ist fachlich, inhaltlich nicht zu bemängeln. Der ist in Ordnung, was drinsteht. Aber er geht uns nicht weit genug, weil wir uns von Ihnen noch eine weitere, kräftigere Botschaft für die erwartet hätten, um die es hier geht, nämlich, dass Sie vernünftiges Arbeitsrecht erhalten. Und deshalb werden wir uns an der Stelle enthalten bei Ihrem Antrag. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Wissler für DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestern fand auch in Hessen ein historischer Streik statt. Erstmals haben die Piloten und das Kabinenpersonal bei Ryanair gemeinsam einen ganzen Tag gestreikt. Die Gewerkschaften Verdi und Cockpit haben gemeinsam dazu aufgerufen. Und ich freue mich sehr, dass heute Beschäftigte von Ryanair, die gestern gestreikt haben, auf der Besuchertribüne sind. Herzlich willkommen im Hessischen Landtag. Und bitte bringt den Kolleginnen und Kollegen herzlichste Grüße mit. Euch alles Gute. Lasst euch nicht einschüchtern, sondern erstreikt das, was euch zusteht. Alles Gute für euch. Ryanairs Geschäftsmodell basiert auf dem maximalen Ausreizen und dem Unterlaufen von Gesetzen und Regularien. Sie greifen Subventionen ab und verschwinden wieder, wenn sie nicht mehr fließen. Sie unterlaufen das Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen, und vor allem gehen sie sehr schlecht mit ihrem Personal um. Sie arbeiten mit scheinselbstständigen Piloten und Flugbegleitern in Leiharbeit. Ich war gestern am Flughafen vor Ort bei den Streikenden, Kollege Schäfer-Gümbel auch, und wir haben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geredet. Die berichten, dass Ryanair mit Befristungen arbeitet, mit Leiharbeit, mit kurzfristigen Versetzungen, dass es keinen Tarifvertrag gibt, bekanntermaßen, und dass es Vollzeitbeschäftigte gibt, die weniger als 1.000 € im Monat Grundgehalt haben. Und damit, meine Damen und Herren, wird der Mindestlohn unterlaufen. Davon kann man nicht leben. Und mit diesen Dumpinglöhnen werden natürlich auch geraten auch die Löhne bei den anderen Fluggesellschaften unter Druck. Und deshalb kann es dem Landtag natürlich nicht egal sein, was hier passiert. Deswegen ist es wichtig, dass der Landtag hier auch ein Zeichen setzt, meine Damen und Herren. Und wenn mir dann eine streikende Beschäftigte erzählt, dass sie Sorgen hat, weil sie die Miete nicht zahlen kann, weil Gehaltszahlungen einfach ausbleiben, weil sie krank geworden ist und sie überhaupt kaum die Möglichkeit hat, über die Runden zu kommen, oder solche Details wie das Flugbegleiter ihr Wasser an Bord zum gleichen Preis kaufen müssen wie die Passagiere, und zwar vollkommen egal, wie lange der Flug dauert und vollkommen egal, wie viel Verspätung es gibt. Das sind doch, und das bei einem Unternehmen, das hochprofitabel ist. Ryanair hat im Geschäftsjahr 2017/18 1,5 Milliarden € Nettogewinn gemacht, und der Gewinn steigt jährlich um hunderte Millionen. 1,5 Milliarden €. Und den Beschäftigten dann mit Monatsgehältern von 1.000 € und weniger abzuspeisen, das ist doch vollkommen inakzeptabel. Und da kann natürlich die Politik auch nicht wegschauen. Weil dieses Geld wird erwirtschaftet auf Kosten der Steuerzahler, und es wird erwirtschaftet auf Kosten der Sicherheit und der Beschäftigten. Und Michael O'Leary, der Chef der Fluglinie, die Forderungen der Beschäftigten jetzt als aberwitzig bezeichnet, da kann man nur sagen, im Gegenteil. Das Verhalten dieses Unternehmens ist aberwitzig, und es ist in Teilen rechtswidrig. Und das kann man nicht hinnehmen. Und man kann auch nicht hinnehmen, dass Menschen, Beschäftigte, jetzt eingeschüchtert werden sollen mit Jobstreichungen, dass es Jobs ins Ausland verlagert werden sollen, weil sie ihr Streikrecht wahrnehmen. Das Streikrecht ist ein Grundrecht in Deutschland, und es gilt auch für die Beschäftigten von Ryanair. Und das hat Ryanair zu akzeptieren, meine Damen und Herren. Aber Ryanair unterläuft das Streikrecht durch Einschüchterungen, durch Erpressungen und Drohungen. Und schon in der Vergangenheit ist das Unternehmen damit aufgefallen, dass das deutsche Sozialrecht unterläuft. Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die an einer deutschen Basis arbeiten, keine Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall erhalten. Das kann nicht sein. Es darf nicht sein, dass Menschen, die krank sind, nach Dublin zitiert werden und da dann gefeuert werden, weil sie krank sind.
So etwas dürfen wir nicht zulassen. Deutsches Arbeitsrecht gilt. Es gilt auch für Ryanair, meine Damen und Herren. Und das übt doch Druck auf die Arbeitsplätze am Flughafen insgesamt aus. Es geht doch auch um die anderen Beschäftigten dort. Es geht darum, dass Ryanair unter anderem nach Frankfurt gelockt wurde mit kürzeren Umlaufzeiten, nämlich 25 Minuten. Und natürlich geht das buchstäblich auf den Rücken der Beschäftigten bei den Bodenverkehrsdiensten. Fraport hat damit Ryanair gelockt und leider auch mit Rückendeckung der Landesregierung. Und deshalb ist dieser Streik wichtig für Hessen. Er ist wichtig für den Arbeitsplatzstandort Flughafen Frankfurt. Weil wenn Unternehmen wie Ryanair damit durchkommen, sinnvolle Standards abzusenken, dann können wir hier die Sonntagsreden halten auf die guten Arbeitsplätze am Frankfurter Flughafen, dann können wir uns das sparen. Weil wenn wir einen derartigen Lohndumping am Frankfurter Flughafen haben, werden alle Beschäftigten dadurch verlieren, meine Damen und Herren. Die Streikenden kämpfen also nicht nur für sich selbst, sie kämpfen nicht nur für etwas mehr Lohn, sie kämpfen für Anerkennung, sie kämpfen gegen das System Ryanair, sie kämpfen dafür, dass das deutsche Arbeitsrecht nicht unterlaufen wird. Und deshalb ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass der Hessische Landtag klarmacht, das sind Verhältnisse, wie wir sie nicht wollen, dass wir als Gesetzgeber klarstellen, wer schwerpunktmäßig hier arbeitet, wer die hohen Lebenshaltungskosten in Frankfurt bezahlt, den muss auch deutsches Arbeits- und Sozialrecht gelten. Und in diesem Sinne wünschen wir den Streikenden viel Erfolg und Durchhaltevermögen. Wir wünschen einen langen Atem. Lasst euch nicht einschüchtern. Alles Gute für euch. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Lenders für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als wir den Antrag zur vorgerückten Stunde hier noch auf die Tagesordnung genommen haben, habe ich mich gefragt, wollen wir das jetzt wirklich wieder machen? Wollen wir uns jetzt wieder in eine Tarifauseinandersetzung, in einen Tarifkonflikt als Hessischer Landtag einmischen? Und habe dann den Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gesehen und habe gesagt, mit dem Antrag ist eigentlich wirklich alles gesagt, was man zu dem Thema als Landtag sagen sollte. Deswegen werden wir diesem Antrag auch zustimmen. Wir werden dem Antrag von LINKEN und SPD nicht zustimmen können. Ich will Ihnen auch das durchaus erklären, gerade wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind. Ich komme nicht auf die Idee, mit Ryanair zu fliegen. Ich halte dies als Passagier, als Kunde, halte ich das Geschäftsgebaren für unseriös. Ich denke da oft an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und denke, das möchte ich nicht auch noch unterstützen, indem ich da ein Flugticket kaufe. Meine Damen und Herren, woher weiß ich denn das? Das weiß ich aus Veröffentlichungen. Ich bin doch nie mit diesem Unternehmen geflogen, aber ich bekomme das dann mit, ich bekomme das angetragen. Und Sie stellen hier einen Antrag und Sie wollen die Debatte führen, um möglichst große Transparenz zu schaffen. Und wenn Sie das wollen, das heißt also, das geht jetzt hier über den Äther, über den Kamera hinaus, meine Damen und Herren, dann erreicht die Frau Wissler, dann erreicht die Botschaft eben nicht nur mich, es erreicht auch viele andere Kunden. Und das ist jedes Mal geht es schief, wenn Politik anfängt, sich in Tarifstreitigkeiten einzumischen. Immer geht es schief. Ich nenne Ihnen nur mal zwei Beispiele: das ist die Firma Holzmann und die Firma Schlecker. Jawohl, jawohl. Immer geht es schief. Und deswegen kann ich Ihnen nur raten, ich habe dezidiert eine Meinung zu dem, wie Ryanair mit seinen Beschäftigten umgeht. Ich halte die Tarifauseinandersetzung für richtig und wichtig. Und ich glaube auch, dass wir gerade was die Tarifauseinandersetzung anbelangt, dass wir auch da starke Gewerkschaften brauchen. Das wird Sie vielleicht überraschen, ein Liberaler, wenn er das sagt. Wir brauchen starke Gewerkschaften, die auch durchsetzungsstark sind. Meine Damen und Herren, und ich glaube auch, dass die Europäische Union hier mal ihrer Verpflichtung nachkommen müsste, wie denn das aussieht in Europa mit einheitlichen Sozialstandards. All das kann man gut diskutieren. Aber in einer Tarifauseinandersetzung macht ein Parlament eben auch eines, viel Öffentlichkeit herstellen, und zeichnet ein Bild von einem Unternehmen, was dann Politik am Ende
auch mit zu verantworten hat. Und dieser Verantwortung müssen Sie sich dann auch stellen, wenn es dann eben Einschläge kommt und wenn Kunden reagieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die GRÜNEN rufe ich auf Frau Kollegin Kinkel. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist richtig, dass wir uns heute am Ende der Tagesordnung noch einmal in Form von dringlichen Entschließungsanträgen dem Thema Ryanair und den aktuellen Vorkommnissen bei Ryanair widmen. Erstmalig haben Piloten und Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen der Fluggesellschaft in einem 24-Stunden-Streik die Arbeit niedergelegt, um für höhere Gehälter und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Und die nächsten Streiks bei Ryanair sind schon angekündigt. Die Flugbegleitergewerkschaften werden in Spanien, Italien, Portugal und Benelux am 28. September die Arbeit niederlegen. Das war ein anderes Datum. Das Mittel des Streiks wurde gewählt, weil die Verhandlungen mit dem Management und dem Unternehmen Ryanair nicht weiterkommen. Und an dieser Stelle muss man sich einmal vergegenwärtigen, woher dieses Recht kommt. Das Streikrecht wurde 1949 als Grundrecht in Artikel 9 Absatz 3 unserer Verfassung niedergeschrieben und ist dadurch mit höchstem Normenschutz versehen. Und deshalb ist ganz klar, Streik ist ein legitimes Mittel im Rahmen von Tarifautonomie und ein gutes Recht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Gewerkschaften. Und das muss jeder Arbeitgeber respektieren, der in Deutschland tätig ist. Und was gar nicht geht, ist die Unterdrucksetzung der Beschäftigten und Drohung, einzelne Maschinen oder Jobs abzuziehen, falls die Streiks ausgeweitet werden. Ich zitiere aus der Pressemitteilung des Unternehmens von letztem Dienstag, am 11. September. These threatened strikes can only damage Ryanair's business in Germany. And if they continue, they will lead to base cuts and job cuts for both German pilots and cabin crew, particularly at some secondary German bases. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist Erpressung, das gefährdet unser Streikrecht, und das ist so schlicht nicht hinnehmbar. Und auch nicht tolerierbar ist das Verhalten des Unternehmens, öffentlich einen Keil zwischen die Belegschaft zu treiben, zwischen denjenigen, die streiken, und denjenigen, die ihre Arbeit nicht niederlegen. Ich habe großen Respekt vor den Streikenden, die sich diesen Drohungen von Ryanair widersetzen. Und ich habe auch Verständnis dafür, dass z.B. eine Forderung der Gewerkschaften lautet, dass ein Mediator aus Deutschland in diesen Konflikt eingeschaltet werden soll. Sehr geehrte Damen und Herren, in unserer sozialen Marktwirtschaft gehört es dazu, dass die Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geachtet werden. Und in einer sozialen Marktwirtschaft muss auch verantwortungsvoll mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen werden. Dazu gehört ordentliche Bezahlung, dazu gehören faire Arbeitsbedingungen, Mitbestimmungsrechte, ein Diskurs mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und insbesondere, aber nicht nur vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, sollte eigentlich jedes Unternehmen ja ein Eigeninteresse haben, dieses zu tun. Keiner von uns hat sich Ryanair am Frankfurter Flughafen gewünscht. Wir konnten es uns aber auch nicht aussuchen. Und bei Flugpreisen, ich habe mal heute recherchiert, Flugpreise von 7,82 € von Frankfurt-Hahn nach London, wundert es mich nicht. 7,82 €, das ist weniger als eine Packung Fairtrade-Kaffeebohnen kostet. Dann wundert es wahrscheinlich niemanden hier, dass bei diesen Preisen niemand in der Lage ist, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich zu bezahlen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sprechen uns gegen einen Dumpingwettbewerb am Frankfurter Flughafen aus, der auch eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber den anderen Fluglinien sind, die mit Ryanair im Wettbewerb stehen. Und deshalb sind wir überzeugt, dass es ernsthafte Verhandlungen zwischen beiden Vertragspartnern geben muss, dass die Interessen ausgeglichen sein müssen und dass faire Arbeitsbedingungen nach deutschem Arbeits- und Sozialrecht
auch bei ausländischen Fluggesellschaften gelten muss. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Kasseckert für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als letzter Redner in dieser Runde finde ich kaum noch neue Argumente, aber Sie sehen zumindest, dass wir in dieser Frage, und das will ich gerne in Richtung der Beschäftigten richten, dass wir in dieser Frage, glaube ich, einer Meinung haben, dass wir natürlich auch kritisieren, dass hier Arbeitsbedingungen herrschen in einem Unternehmen, das hier in Deutschland tätig ist, aber auch überall in Europa tätig ist, die, ich sage mal, vorsichtig betrachtet mit fairen Bedingungen, mit fairen Arbeitsbedingungen nichts zu tun haben. Das kritisieren wir an dieser Stelle. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir gleichwohl, und das drückt ja unser Antrag aus, natürlich hier die Tarifautonomie zwischen den Verhandlungspartnern sehen und wir aus diesem Grund auch als Politik uns aus diesen Verhandlungen heraushalten. Aber nichtsdestotrotz, das darf ich Ihnen zurufen, unterstützen wir Sie, drücken die Daumen, wünschen viel Erfolg und sind auch sicher, dass es der richtige Weg ist, einen Arbeitgeber in dieser Frage auch zur Vernunft zu bringen. Die Kollegin Kinkel hat ja darauf hingewiesen, wir haben zu Recht das Streikrecht. Und wir haben in der Vergangenheit schon viele Situationen erlebt, wo wir am Ende dafür dankbar sein müssen, dass wir Tarifautonomie, dass wir Streikrecht haben, weil wir es damit geschafft haben, stabile soziale Verhältnisse in Deutschland zu haben. Das ist ein Wert für die Wirtschaft, das ist ein Wert für den Standort Hessen, das ist ein Wert für den Ballungsraum und dann natürlich auch für die Luftfahrtgesellschaften. Und deshalb ist es an dieser Stelle richtig, dass wir unterstreichen, Tarifautonomie muss sein, Streikrecht muss sein, Arbeitgeber müssen sich oder beide Seiten müssen sich aufeinander zubewegen. Und am Ende ist dieser Weg eben auch eine Möglichkeit, Wettbewerbsbedingungen gegenüber anderen Luftfahrtverkehrsgesellschaften gleichzusetzen. Auch das haben wir in der Vergangenheit hier diskutiert. Wir haben Ryanair am Frankfurter Flughafen ja seit einigen Monaten erst, aber mit sicherlich Bedingungen in der Billigfluglinie oder im Bereich der Billigfluglinien, mit Bedingungen, die mit sehr harten Bandagen umkämpft sind, die wettbewerbsverzerrend sind, vielleicht. Das will ich aus dieser Stelle nicht abschließend beurteilen. Aber wir glauben, dass eben über diesen Weg auch ein Stück weit mehr Fairness in den Wettbewerb einziehen kann. In diesem Sinne, wie gesagt, noch einmal auch unsere Unterstützung. Alles Gute. Und es ist der richtige Weg, mit dem Sie gehen. Vielen Dank. Für die Landesregierung, Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist die erste Debatte, wo das Wort Ryanair fällt im Hessischen Landtag, wo nicht bedauert wird, dass Sie hier sind. Ich muss aber trotzdem sagen, an dieser Stelle, liebe Kollegin Wissler, war, was die Fluggesellschaften angeht, nicht so erfreut darüber, dass am Ende Ryanair gekommen ist. Aber das ist nun einmal so, Entgelte gelten für alle. Und Flughäfen in Deutschland sind für alle Fluggesellschaften zugelassen, die eine europäische Zulassung haben. Das will ich an dieser Stelle noch einmal betonen. Und die Entgeltordnung, das ist auch wichtig, gilt nicht nur für diejenigen, die neu dazugekommen sind, sondern sie gilt an dieser Stelle für alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war mir noch einmal wichtig. Das Zweite ist, das ist von mehrfach gesagt worden, Stichwort Tarifautonomie. Und ich will das noch einmal ausdrücklich für die Landesregierung sagen. Wir können und wir dürfen nicht in Tarifauseinandersetzungen eingreifen. Die Tarifautonomie gilt aus gutem Grund. Und wir sind an dieser Stelle Beobachter dessen, was zwischen Ryanair auf der einen Seite und Cockpit und Verdi auf der anderen Seite gerade stattfindet. Ich will ausdrücklich zweitens sagen, und das gilt an dieser Stelle für alle, ohne Gewerkschaftsmacht haben wir keine Möglichkeit, dass es zu Tarifverträgen kommt.
Und genau darum dreht sich ja auch an dieser Stelle die Auseinandersetzung. Und wir haben es in der jetzigen Situation mit einer anderen Situation zu tun als 1949, als das Grundgesetz in Kraft trat. 1949 konnte man sich europaweit tätige Konzerne in der Art und Weise, wie wir sie heute haben, gar weltweit tätige Konzerne so nicht vorstellen. Ich will an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass am Ende des Tages starke Gewerkschaften auch freie Gewerkschaften sein müssen. Staatlich gelenkte Gewerkschaften haben noch nie etwas für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreicht. Auch das gehört sozusagen zur Tarifautonomie dazu. Und ich will an dieser Stelle auch noch einmal erinnern daran, dass wir ja auch in anderen Bereichen öfter einmal die Frage hatten, wie sieht das eigentlich aus mit Unternehmen, die unterschiedliche Standorte haben. Ich kann mich gut erinnern an eine Debatte, die ich einmal hatte vor vielen, vielen Jahren mit dem damaligen Betriebsratsvorsitzenden von Opel, dem Kollegen Klaus Franz, der mir einmal erklärte, wie das Benchmark-System bei GM so läuft und dass am Ende, und das werde ich nie vergessen, diesen Satz, der sagte, ich erreiche mehr für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rüsselsheim, wenn ich dafür sorge, dass die Gewerkschaft in Gliwice gestärkt wird. Da muss man erst einmal darüber nachdenken, sozusagen bei unterschiedlichen Lohnniveaus. Aber dann wird relativ schnell klar, warum am Ende europaweite Organisation an dieser Stelle auch so wichtig ist bei europaweit tätigen Konzernen. Und das sage ich unter Anerkennung der Tarifautonomie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, dass ebenfalls unstrittig ist, dass Unternehmen, die in Deutschland agieren, natürlich auch das in Deutschland geltende Streikrecht akzeptieren müssen. Da gibt es kein Vertun. An dieser Stelle wird die Landesregierung immer Partei ergreifen für die Normen und Werte, die in unserer Verfassung stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will an dieser Stelle auch sagen, dass natürlich klar ist, dass zur sozialen Marktwirtschaft auch faire Wettbewerbsbedingungen der unterschiedlichen Teilnehmer bestehen. Deswegen kann ich an dieser Stelle sagen, wir beobachten das. Ich darf vielleicht, ohne mich in die Auseinandersetzung einzumischen, sagen, es gibt auch gute Gründe, dass wir manchen in dieser Auseinandersetzung viel Erfolg wünschen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldung, Herr Kollege Weiß, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich noch einmal gemeldet, weil hier von einigen Rednern darauf hingewiesen wurde, dass es sich hier um Tarifautonomie handelt. Ich will dazu gerne einmal etwas sagen. Wir sind aus Sicht der Sozialdemokraten ist die Politik dafür verantwortlich, für Waffengleichheit zu sorgen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und wenn diese Waffengleichheit herrscht, dann soll sich die Politik aus diesen Tarifverhandlungen heraushalten. Worum es hier allerdings geht, davon kann von Waffengleichheit nicht einmal im Ansatz die Rede sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht einmal im Ansatz. Selbst die Metapher von David und Goliath würde hier fehlgehen, weil die jungen Leute, die da oben sitzen, nicht einmal im Besitz einer Schleuder sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was die dort gemacht haben, ist ein großes Risiko einzugehen. Ein großes Risiko einzugehen. Die Beschäftigten von Ryanair bekommen kein Geld bei Krankheit. Ihre ganzen Fixkosten laufen aber dementsprechend weiter. Sie drohen, ihre Jobs zu verlieren, wenn sie sich jetzt hier gegen ihren Arbeitgeber stellen. 80% der Streikenden, die gestern gestreikt haben, sind befristet beschäftigt. Alle bekommen ein Disziplinarverfahren, die da gestern gestreikt haben. Und nicht nur die, die gestreikt haben, sondern auch die, die gestern frei hatten. Weil Ryanair nämlich davon ausgeht, dass die dann auch nicht bereit waren, quasi einzuspringen und dann Streikersatz zu machen. Das ist das, was uns die jungen Leute eben erzählt haben. Um so einen Arbeitgeber geht es hier. Von Waffengleichheit kann hier aus unserer Sicht keine Rede sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der zweite Punkt, warum wir hier darüber reden und warum es richtig ist, dass wir hier darüber reden. Das, was sich da abspielt, spielt sich an Hessens größter Arbeitsstätte ab. Und noch dazu ist diese größte Arbeitsstätte mehrheitlich in öffentlicher Hand. Und das Land Hessen ist größter Anteilseigner an dieser öffentlichen Arbeitsstätte. Wo, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollen wir denn diese Debatten führen, wenn nicht genau hier im Hessischen Landtag? Und dann muss ich habe Frau Kinkel, ich habe
bei Ihrer Rede viel geklatscht dazwischen. Ich habe auch beim Kollegen Heiko Gassekert viel geklatscht. Ich hätte mir nur gewünscht, dass alles das, was Sie hier gesagt haben, zu den Arbeitsbedingungen von Ryanair, zu der Solidarisierung mit den Beschäftigten, dass Sie das auch in Ihren Antrag reingeschrieben hätten. Dann hätten wir dem nämlich zustimmen können. Da steht leider nichts davon drin. Das finde ich ein bisschen schade. Und deswegen werden wir uns an dieser Stelle bei Ihrem Antrag nur enthalten können. Und der letzte Punkt ist eins, das kann man Ihnen nicht durchgehen lassen. Frau Kinke, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, niemand hat sich die Ryanair in Frankfurt gewünscht, oder wenn auch der Minister sich hier hinstellt und sagt, er kann ja im Prinzip gar nichts dafür, wer glaubt denn ernsthaft, dass bei dieser Eigentümerstruktur und bei der politischen Relevanz dieser Entscheidung, die da getroffen wurden, dass diese Entscheidung von dem Vorstand ohne politische Rückendeckung des größten Anteilseigners getroffen wurde? Wer glaubt das denn ernsthaft? Wer glaubt das ernsthaft? Und natürlich ist das der Fall. Natürlich ist das der Fall. Und wenn die der Vorstandsvorsitzende hat ja gerade seinen Vertrag noch einmal dementsprechend verlängert bekommen. Also so unzufrieden scheint ja auch die Landesregierung mit der Arbeit und mit der Ansiedlung von Ryanair durch den Vorstand nicht zu sein, wie sie hier tut. Von daher muss man das hier einmal erwähnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es hätte durchaus, wenn man auf eine Low-Cost-Strategie hätte setzen wollen, hätte es durchaus andere Anbieter gegeben, wo, wenn Sie Gewerkschaften fragen, die Mitarbeiterfreundlichkeit eine ganz, ganz andere ist. Das ist bei einer EasyJet der Fall, das ist auch beispielsweise bei einer Eurowings der Fall oder bei anderen. Aber es war explizit der Vorstandsvorsitzende der Fraport, der über Monate einer Ryanair hinterhergelaufen ist, und zwar mit Rückendeckung dieser Landesregierung. Und das kann ich Ihnen auch insoweit belegen, dass der Ministerpräsident sich ja direkt nach der Entscheidung hingestellt hat und gesagt hat, er findet das gut, er begrüßt das. Er findet auch die neue Entgeltordnung gut. Als der Minister sich noch hingestellt hat und gesagt hat, ich muss mal prüfen, ob ich die überhaupt genehmige, hat der Ministerpräsident sich schon hingestellt und gesagt, er findet, das ist zulässig, und er findet das auch gut, dass Ryanair kommt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so einen schlanken Fuß kann man sich nicht machen. Und wenn die GRÜNEN beim Flughafen immer auf alles zeigen, wofür sie alles überhaupt nichts können und wofür überall Schwarz und Gelb und auch die SPD verantwortlich ist, beim Thema Ryanair, da können Sie sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Das ist eine schwarz-grüne Entwicklung und eine schwarz-grüne Entscheidung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Wort hat Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, ich habe mich auch noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich finde, es geht doch nicht, dass wir immer hier im Land halt darüber reden, dass es am Flughafen so viele gute Arbeitsplätze, Herr Boddenberg, das werden Sie gleich wieder sagen, gibt. Aber wenn dann diese guten Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen gefährdet sind, dass man sich dann hinstellt, Achselzucken und sagt, ist halt Tarifautonomie, mischen wir uns nicht ein. Und nichts anderes tun Sie ja mit Ihrem Antrag. Und deswegen finde ich, hier muss man schon deutlich sagen, wenn hier ein Unternehmen ist, das Standards unterläuft, dass sich nicht an das deutsche Recht hält, dass Beschäftigten im Krankheitsfall kein Gehalt zahlt und offensichtlich den Mindestlohn unterläuft, da kann man sich nicht raushalten und sagen Tarifautonomie, sondern da muss man doch darauf drängen, dass Recht eingehalten wird, das hier in Deutschland gilt, meine Damen und Herren. Und dann ist natürlich die Frage gerade, wem gehört Fraport? Also, wir reden hier eben über ein Unternehmen, das sich immer noch mehrheitlich in der öffentlichen Hand befindet. Und natürlich muss man auch darüber reden, wie Fraport Ryanair hierher gelockt hat. Und natürlich hat es die Rabatte gegeben. Der Ministerpräsident hat sich öffentlich dafür ausgesprochen. Natürlich muss man auch sagen, dass auch das wieder auf Kosten der Beschäftigten ging, weil Ryanair wurde ja zugesagt, 25 Minuten Umlaufzeiten. Jetzt überlegen Sie sich einmal, was für ein Stress das für die Beschäftigten in der Kabine und bei den Bodenverkehrsdiensten bedeutet, an einem Flughafen wie Frankfurt, wir reden ja nicht über Hahn, sondern über Frankfurt, 25 Minuten Umlaufzeit hinzubekommen. Das geht auf Knochen der Beschäftigten. Und auch hier hat Fraport ganz gezielt gesagt, wir machen kürzere Umlaufzeiten. Und ich will Ihnen wirklich noch einmal verdeutlichen, was die Probleme sind. Die Beschäftigten sagen, die sind viele sind noch in der Probezeit, fast alle sind befristet, die werden eingeschüchtert. Ich sage Ihnen einmal was, die müssen aus eigener Tasche 3.000 € und mehr für Trainingskurse bezahlen. Die zahlen Geld dafür, dass sie 6 Wochen einen Trainingskurs bekommen, ja,
Das Geld muss man erst einmal wieder danach verdienen. Da können Sie sich ja vorstellen, wie lange das dauert bei den Monatsgehältern, die Ryanair da zahlt. Da finde ich schon, ist es auch unsere Verantwortung, das hier zu diskutieren. Deswegen noch ein Satz zur FDP. Herr Lenders, ich kenne ja Ihre Argumentation. Das kommt ja immer gerne von Ihnen. Ihre Logik ist, wer Missstände in Unternehmen anspricht und sich dagegen wehrt, der gefährdet den unternehmerischen Erfolg des Unternehmens, und der darf sich nicht wundern, wenn sein Arbeitsplatz demnächst weg ist. So haben Sie das ja auch bei Schlecker damals argumentiert. Ihrer Logik nach war ja quasi Verdi, die Linke und wer sich sonst noch irgendwie zu Schlecker öffentlich geäußert hat, daran schuld, dass Schlecker kaputt gegangen ist und dass die Arbeitsplätze weggefallen sind, weil man auf die Missstände aufmerksam gemacht hat. Und es kann doch nicht sein, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht darauf hinweisen dürfen, welche Missstände es in Unternehmen gibt, Schlecker zum Beispiel, wo in die Leiharbeit ausgegliedert wurde. Also verantwortlich dafür sind immer noch die Unternehmen, die solche miesen Arbeitsbedingungen und solche miesen Praktiken an den Tag legen. Aber verantwortlich sind doch nicht die Gewerkschaften, die darauf hinweisen und sich dagegen wehren. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Boddenberg für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bitte um Verständnis, aber Sie alle wissen, wenn es um Fragen des Flughafens geht, habe ich mich in der Vergangenheit häufig geäußert, und ich will das auch heute tun. Weil sonst hätte jemand gefragt, warum sagt denn der beispielsweise auch zuständige Abgeordnete im Frankfurter Süden nichts zu diesen Fragen. Ich glaube, zunächst einmal dürfen wir feststellen, hier gibt es eine ziemlich einheitliche Meinung darüber, was wir kritisieren. Im Verhalten von Arbeitgebern, in dem Fall von Ryanair, dazu hat Heiko Kasseckert alles gesagt, und das unterstreiche ich dreimal. Und da bin ich auch bei vielen Punkten, Herr Kollege Weiß, die Sie angesprochen haben. Aber da ja einige zuhören, die auch betroffen sind, will ich denn schon auch sagen. Wissen Sie, wir haben hier vor geraumer Zeit über die grundsätzliche Frage diskutiert, war es klug, von Fraport Ryanair zu akquirieren oder nicht. Da haben wir gesagt, ich habe gesagt, wenn ein Unternehmen wie Fraport feststellt, dass 40% des Flugverkehrs in dem Segment Kurz- und Mittelstrecke in Europa mittlerweile sogenannte Low-Cost-Carrier sind, dann kann eigentlich ein Unternehmen nicht die Augen zumachen und sagen, ich ignoriere das und ich stagniere oder muss sogar mittelfristig mit rückläufigen Geschäftszahlen rechnen. Das kann man, finde ich, gut begründen. Erst recht in einem Aktienunternehmen, das auch in Streubesitz ist, aber das der öffentlichen Hand gehört, dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt. Ich will bei der Gelegenheit schon noch einmal daran erinnern, dass die Erträge dieses Unternehmens ja zunächst einmal auch der Allgemeinheit zukommen, angefangen von vielen lärmmindernden Maßnahmen bis hin aber auch zu Steuern, die dort generiert werden. Das Zweite ist, und das müssen ja Beschäftigte auch wissen, Frau Wissler, wenn es Ihnen nachginge oder beispielsweise dem Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Herrn Feldmann, Klammer auf SPD, der, glaube ich, nicht so ganz unbedeutend auch im Spektrum der hessischen Sozialdemokratie ist in dieser Funktion, nachginge, wenn es Ihnen nachginge, würden wir am Frankfurter Flughafen 15.000 Beschäftigungsverhältnisse gar nicht haben. Ich finde, wer darüber redet, dass es dort Beschäftigungsverhältnisse gibt, die man kritisieren kann, aber eigentlich eine Politik verfolgt, die bedeuten würde, wenn sie denn zu Mehrheiten käme, dass es die Arbeitsplätze gar nicht gibt, ich finde, der sollte in manchen Debatten einfach ein bisschen ehrlicher sein und auch darüber reden. Und nur das sollen die, die uns heute zuhören, noch einmal zur Kenntnis bekommen. Und Sie können sich dann immer noch ein Urteil bilden, ob Sie diejenigen sind, Frau Schott, die das erste Recht haben, über diese Arbeitsverhältnisse überhaupt zu reden. Und Herr Weiß, zu Ihnen will ich auch noch einmal sagen, das Unternehmen Ryanair ist nicht so ganz neu auf dem deutschen Markt. Und ich will darauf hinweisen, wir hatten ja kürzlich den Empfang bei der deutschen Lufthansa, und ich hatte nachher Gelegenheit, mit einigen anderen, auch Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel, mit Herrn Spohr noch in kleiner Runde zusammenzusitzen, wie Sie wissen. Ich habe Herrn Spohr mal mit Blick auf die Piloten gefragt. Ich weiß, wir reden in erster Linie natürlich auch über das Kabinenpersonal. Warum geht denn eigentlich überhaupt noch ein Pilot zu Ryanair? Ich höre hin und wieder, dass Airlines, auch die klassischen Airlines, Piloten suchen. Und dann sagt mir Herr Spohr ziemlich wörtlich, ich habe es noch in guter Erinnerung, na ja, so schlecht zahlen tun die nicht im Vergleich zu Eurowings beispielsweise. Ja, sagt Herr Spohr, sagt ja nicht ich. Ich habe auch nicht in die Gehaltszettel geguckt. Aber wenn er das sagt, gehe ich mal davon aus, dass das stimmt.
sagt aber auch hinzu, natürlich ist bei Ryanair die Taktung eine andere und so weiter. Insofern können die das irgendwie auch leisten. Ich will nur sagen, dass es all das gibt, nämlich durchaus ja auch Menschen, die zu Ryanair gehen, weil sie sagen, die zahlen nicht ordentlich. Aber noch einmal, das rechtfertigt natürlich nicht das eine oder andere, was wir heute hier diskutiert haben. Das will ich auch ausdrücklich sagen. Und ein allerletztes. Ja, übrigens, das wollte ich nur sagen, Frau Wissler, Sie haben eben Schlecker, glaube ich, angesprochen. Wenn ich mich recht erinnere, ich habe hier nicht den Kollegen Lenders zu verteidigen, aber ich glaube, damals ging es um ein Thema, nämlich dass manche Bundestagsabgeordnete, ich glaube, Ihrer Partei, zum Boykott aufgerufen haben. Und ob es klug ist, in einem Unternehmen, wo es ohne dies schon gerade kurz vor der Wand steht und Beschäftigte zu Zehntausenden Angst um ihren Arbeitsplatz haben, die Verbraucher aufzufordern, dort nicht mehr hinzugehen, was eine Situation in Richtung Insolvenz nur beschleunigt oder fast sicherstellt. Ich finde, das darf man kritisieren. Und ich meine, Sie mich zu erinnern, dass Herr Kollege Lenders damals darauf hingewiesen hat. Und das fand ich völlig richtig. Und zu Ihnen eine letzte Bemerkung, Herr Weiß. Ryanair ist nicht neu in Deutschland. Und ich habe nicht ein einziges Mal, und man kann ja das heute alles googeln im Landtagsinformationssystem, kein einziges Mal eine Initiative von Ihnen in Erinnerung, indem Sie sich über die Arbeitsbedingungen bei Ryanair beschwert oder beschäftigt haben, mit Blick auf den Flughafen Frankfurt-Hahn. Der ist zwar nicht auf hessischem Terrain, das stimmt, aber der gehört dem Land Hessen zum Teil. Also hätten wir nach Ihrer Lesart natürlich auch dort eine Zuständigkeit gehabt, keine einzige Initiative der SPD. Deswegen ist das, was Sie da gerade machen, nicht ganz vollständig. Ich will es einmal sehr freundlich formulieren. Und ich finde, auch das müssen die Menschen wissen, die Ihnen heute zugehört haben. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen jetzt keine Wortmeldungen mehr vor. Das heißt, wir können abstimmen. Zunächst den Tagesordnungspunkt 63, den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion SPD, der Fraktion von SPD und DIE LINKE mit der Drucksache 19/67/63 für den Zustimmen bliebenes Handzeichen. SPD und DIE LINKE, wer ist dagegen? CDU, FDP, GRÜNE, wer enthält sich der Stimme? Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 68, den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer kann dem zustimmen? Das sind CDU, FDP, die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Die SPD und die LINKE. Damit ist der Antrag angenommen. So, jetzt begrüße ich erst einmal Frau Ziegler-Raschdorf, ehemalige Kollegin in unserem Hause. Schön, dass Sie hier sind. Dann stelle ich fest, dass wir von mehreren Seiten folgende Punkte im nächsten Plenum aufrufen. Ja, okay. Also, das war etwas irritiert. Ich habe da die Posten gewechselt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 49. Diese kommen in das nächste Plenum. Das heißt, es gibt ein nächstes Plenum. Das ist die letzte Sitzung vor den Wahlen. Der Irrtum ist, dass mit den Wahlen das Plenum nicht aufgelöst wird, sondern es hat noch Existenzberechtigung bis zum 17. Januar 24 Uhr. Und deswegen darf ich Sie herzlich verabschieden in den letzten Wochen des Wahlkampfs und darf Sie bitte begrüßen, wenn ich Sie einlade. Vielen Dank für die Mitarbeit. Schöne Zeit im Wahlkampf. Tschüss. Ja.